Damit wie immer ein herzliches Willkommen auf dem Kanal The Gentleman's Club, dem Pflegekanal für Jungs und Männer in jeder Altersklasse. Heute mit einem etwas persönlicheren Video und du hast es ja jetzt schon in den Anfangssequenzen gesehen, die etwas trauriger waren, für mich auf jeden Fall. Das war eben meine Hündin, die leider gestorben ist, aber für mich war es einfach immens wichtig, sie eben hier nochmal im Video zu zeigen, bevor ich eben die neuen Bilder oder die neuen Videos mit meinem neuen kleinen Hund zeige. Das ist einfach so eine Respektsache, dass man eben einfach nochmal richtig den alten Hund und die alten Bilder hervorholt und sich nochmal auch hier auf YouTube richtig von ihr verabschiedet. Wie gesagt, ist einfach so eine Respektsache. Das gehört sich einfach, so dass man auch damit schön abschließen kann, so dass ihr euch eben auch nochmal schön verabschieden könnt. War eben ein schöner Lebensabschnitt, aber jetzt beginnt einfach ein neuer Lebensabschnitt, nachdem man sich so ein bisschen ja erholt hat von diesem Schock. Ist natürlich nie schön, wenn eben ein guter Freund oder eine gute Freundin eben in Form eines Tieres verstirbt. Da muss man erstmal eine Zeit drüber hinwegkommen. Aber wenn man sich dann eben sagt, hey, pass auf, ich möchte einfach nicht ohne Tier sein. Ich möchte jetzt einfach in den neuen Lebensabschnitt mit einem neuen Freund starten, der eben genauso viel im Herzen wert ist wie eben mein alter verstorbener Freund. Dann finde ich, ist das kein Problem. Und dann sollte man sich da auch keine Gedanken drüber machen. Hey, ist es jetzt irgendwie respektlos, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Tier hole und dann eben quasi ersetze? Für mich hat es eben nichts irgendwie mit Ersetzen zu tun, denn man hat ja beide, ja, Lebewesen oder Tiere in seinem Herzen drin. Ist für mich eben so eine Sache, die eben auf jeden Fall ganz wichtig ist, gerade für Leute, die damit eben nicht so gut klarkommen. Und es kann ja sein, dass eben auch der ein oder andere hier auf YouTube eben gerade damit zu kämpfen hat, dass er eben einen guten Freund verloren hat. Kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn das der Fall ist, tut uns mir natürlich eben auch leid. Das ist immer eine miese Sache. Damit muss man erstmal lange Zeit fertig werden. Ist ein ekliges Gefühl, aber es wird auf jeden Fall mit der Zeit besser werden. Und man sollte sich dann eben auf jeden Fall die Frage stellen, hey, brauche ich einfach jemanden, der irgendwie in meinem Haus eben noch ein bisschen rumtappelt? Tut mir das vielleicht eben ganz gut, wenn ich mir wieder ein Tier hole? Und wenn dir das Ganze eben gut tut und du weißt das auch, dann würde ich auf jeden Fall dann wieder ein neues Tier eben holen und mir einfach sagen, hey, das ersetzt eben jetzt nicht meinen alten Freund, sondern das ist einfach ein neuer Lebensabschnitt. Fand ich einfach nochmal hier wichtig zu erwähnen. So, jetzt geht's nach Hause. An die Box haben wir uns auch schon so ein bisschen gewöhnt vom Auto. Ist eigentlich auch eine praktische Sache. Man kann den kleinen Mann hier anschnallen. Das heißt, er fliegt nicht durch die Windschutzscheibe, wenn man mal bremsen muss.
Und er hat es auch schön gemütlich. Wir werden das Ganze aber noch mal ein bisschen auspolstern, damit es noch weicher ist. Und jetzt geht's erstmal nach Hause.